Alles klar, Leute, herzlich willkommen zurück hier zu GTA 5. Ja, das ist jetzt schon der dritte Part. Wir sollen jetzt in diese Carwash Autowaschanlage hier reinfahren. Sollten hier das Motorrad abliefern. Und jetzt sehen wir mal weiter. Can't repo the assets of a dead man, big sitting cheap asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! Bestanden, Rückführung. Wir können uns auch hier erweitert noch was angucken. Da sehen wir hier Missionszeit, Kontrollpunkt, neue Wege. Kopfschüsse 4 von 6, Treffgenauigkeit, so heißt es, genau. Und alles. Story-Charaktere werden im Laufe der GTA 5 Story für den Regisseurmodus des Rockstar-Editors freigeschaltet. Alles klar. Ja, das haben wir uns noch nicht angeguckt. Beziehungsweise ich hab's mir noch nicht angeguckt. Du kannst überall in San Andreas Fremde und Freaks treffen. Du findest sie bei Fragezeichen. Ja. So, ich wollte mal die Karte aufmachen und wir fahren noch mal zu ihm hin und gucken, was er dazu zu sagen hat. So, jetzt wird es das erste Mal so richtig dunkel hier. Oder hatten wir schon mal eine Dunkelheit? Bin mir gar nicht sicher. Es ist jetzt auf jeden Fall schon 21 Uhr. Stretch kommt raus, Alter. Stryzel, er hat seine Zeit ab. Bla bla. Ah, chillig. Chillig, chillig. Wir sind jetzt auf jeden Fall da. Ah, hier. Klein Pultchen da immer auf dem Boden. You're a racist. What? What? You don't like me because you think that I am an Arab. What? No. What are you talking about? Excuse me. Like that. Wait. That oh, wait, boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments. Just go and get it. The house is on Hampstead, off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? Gotcha, don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school. Gut, wir sollen uns jetzt auf dem Weg zu so einem Haus machen. Und was wir da sehen werden, das sehen wir gleich. Ja, klingt logisch, ist so fertig. So, ich will jetzt ganz kurz mal hier meine Waffe unbewaffnet, genau. Unbewaffnet, so. Oder warte mal, wie sieht das aus, wenn ich jetzt hier Pistole... Das ist natürlich auch geil, ne? Guck mal hier, so schießen, Drive-By, das ist richtig easy. Auf Controller ist das der größte Mist, das ist auf jeden Fall richtig schwer. Ja, kriege ich mal einen halben Krampf in der Hand. Hier ist wieder schön Pisswasserpilz. Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure you will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simeon? Do not talk to me about easy, you thief. His son, Solomon Richards, has run the family studio since 1970. Weiter geht's. Wir sind gleich da, 200 Meter noch. Und hier sind wir auf jeden Fall schon mal in dem Gebiet, wo Michael auch später wohnt. Finde einen Weg ins Haus. Joa, ich würde sagen, upsala. Wie springe ich? Ich springe so, okay. Ins Haus. Dann gehen wir am besten mal hier hoch. Klettern hier rüber. Geht nicht. Ich kann nicht über Büsche klettern. Aber so... Na! Warte mal. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Hier ist Michael doch. Perfekto!
Drücke STRG-L, um in den Schleichmodus zu wechseln. STRG-L. Im Schleichmodus verursachst du bei der Bewegung weniger Geräusche. Gut, wir müssen erstmal diesen kleinen Gärtner hier ausknipsen. Wenn du unbewaffnet bist, schleiche dich von hinten an einen Gegner an. Während du gedrückt hältst, drücke dann R, um ihn bewusstlos zu schlagen. Gut. Zack. Und tot. So, wenn du den Schleichmus einsetzt und jemanden lautlos ausschaltest, verbessert das deine Schleichenwerte, die schnellere und leisere Bewegung ermöglicht. Siehst du? Jetzt können wir auch wieder rausgehen. So. Wir müssen jetzt aber hier das Ding mal aufmachen. Aber es geht nicht auf. Das heißt, wir müssen ins Haus. Oha. Wir können hier mal hinten rumgehen. Immer hinten rum, die Schlawiner. Immer hinten rum. Ah, das Wasser sieht auch geil aus, oder? Ja, aber ich habe jetzt keine Zeit zum Baden. Wir müssen hier rein. Kann ich hier? Kann ich auch nicht hier rein. Ah, das ist natürlich doof. Ja, um über das Auto auf das Dach zu klettern und das Fenster zu erreichen. Ja. So, wir sollten hier auf jeden Fall nicht alarmieren. Brauche ich den Schleichmodus jetzt unbedingt? Wir machen es einfach mal. Dann habe ich nämlich keine Geräuschmarkierung so groß. Fuck, wo geht's längs? Hier geht's längs. Hier geht es längs. Hier ist das Auto, oder? Das ist das Auto, das ist das Auto. Perfekt. Bring das Auto zum Autohaus. So. Das Tor geht automatisch auf. Das ist genial. Hey, Simeon. I got the ride, man. I'm coming back. If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Natürlich bringen wir das Auto direkt zurück und das unfallfrei. That's a 9mm semi-automatic. Oder auch nicht. Your skull. Look around. You just keep driving where you're going. Hey, come on, man. This was a repo job. Guys behind on the fucking note. Unlikely. Considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dog, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yatarian. We'll work this out. Hey, man. It's Jess up here. Okay. Stop the car. Pull up. That the place? Yeah, this the place, man. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Ah, alles klar, wir sollen jetzt mitten da durchfahren. Mitten durchs Schaufenster, ja. Und wie wir das machen, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Und ich hoffe, ihr seid damit dabei. Und, ja, lasst mal Feedback in den Kommentaren da. Ich würde mich darüber freuen und ansonsten sage ich dann bis denn. Haut rein, Leute.